let it bang, bang. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich wieder ein cooles Gadget für euch, und zwar haben wir hier ein 5-Port USB Ladegerät. Für alle, die es leid sind, für jedes Gerät ein einzelnes Ladegerät zu nutzen und somit auch viele Steckdosen zu verschwenden, ist das eventuell eine gute Lösung. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ladegerät, das vorneweg. Und deswegen wollte ich euch dieses Ladegerät einfach mal näher vorstellen. Dieses kommt vom Hersteller Kuntis und hat sogar USB Typ C Anschlüsse. Einmal hier Qualcomm Quick Charge 3.0 und zwei weitere USB Ports. Und das wollte ich euch gerne etwas näher vorstellen. Ich würde sagen, fangen wir direkt damit an. Das Ladegerät selber könnt ihr hier wegnehmen, denn wir haben hier sozusagen einen Stand für das Ladegerät und hier nochmal zwei Plätze für euer Smartphone, um es hier einfach draufzustellen, während es aufgeladen wird. Und das ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Aber wie gesagt, wer es nicht möchte oder braucht, kann das Ladegerät einfach wegnehmen, das Stand weglegen und einfach das Ladegerät selber so nutzen. Wir haben hier so eine Klavierlack-Optik, ist natürlich ein bisschen hier Fingerabdruck anfällig. Hier haben wir das Kuntis Logo und hier haben wir dann unser Netzteilanschluss. Hier auf der Hauptseite haben wir dann, wie gesagt, 5 USB-Ports. Einmal hier 2 USB-Typ-C Anschlüsse. Hier haben wir unseren Qualcomm Quick Charge 3.0 Anschluss und hier 2 weitere USB-Ports, eventuell für eure Smartwatch oder für eure Kopfhörer mit jeweils 10 Watt, und das wird auf jeden Fall ganz ausreichend für die kleineren Geräte. Ich habe das Ganze jetzt hier angeschlossen und ihr seht auch, wir haben hier eine kleine LED-Anzeige, die euch zeigt, dass das Ladegerät ans Stromnetz angeschlossen ist und somit auch bereit ist zum Aufladen. Hier auf der Rückseite von der Verpackung habt ihr auch gleich eine Auflistung hier, welcher Anschluss wie viel Watt hier liefert. Zum Beispiel der USB-C1, der oberste, hat maximal 65 Watt Ausgangsleistung, darunter haben wir bis zu 30 Watt. Und dann haben wir hier einmal unseren Qualcomm Anschluss, der hat hier bis zu 30 Watt, und die anderen beiden haben dann hier bis zu 10 Watt maximal. Ich werde es einfach mal hier ausprobieren. Es kommt natürlich auch darauf an, welches Ladekabel ihr nutzt. Das muss ja auch einiges unterstützen. Wenn ihr ein schlechtes Ladekabel habt, bringt auch das beste Ladegerät selber nichts. Deswegen müsst ihr immer auch aufpassen, dass ihr ein qualitativ gutes Ladekabel habt. So, ich habe jetzt hier mal testweise einfach mal ein USB-Typ-C Kabel genommen. Dieses ist etwas älter. Ich glaube kaum, dass es hier diese 66 oder 65 Watt hier komplett unterstützt. Ich habe hier auch das Huawei Magic 4 Lite mit 5G. Das ist ziemlich neu und dieses unterstützt ja bis zu 66 Watt mit dem eigenen mitgelieferten Ladegerät, und das ist wirklich ein super, super schnelles Laden, das kann ich euch schon mal sagen. Aber das erzähle ich euch dann nach einem anderen Review direkt über das Smartphone, denn ich bin noch fleißig am Testen. Aber um euch zu zeigen, dass es wenigstens hier schnelles Laden anzeigt, habe ich das jetzt einfach mal hier angeschlossen. Und ihr seht dann hier oben auch schon schnelles Aufladen. Hier unter der Uhrzeit war das gerade angezeigt worden. Wie gesagt, das haben wir jetzt hier auf diesen oberen USB-Typ-C Anschluss. Jetzt gehen wir einfach mal eins weiter runter. Hier haben wir ja auch immer noch 30 Watt, was auch immer noch für schnelles Laden steht. Ich habe hier einen leichten Wackelkontakt am Kabel, aber ihr habt es gerade auch gesehen, schnelles Aufladen. Wie gesagt, mit den zwei USB-Ports bekommt ihr auf jeden Fall schon mal schnelles Aufladen. Der obere Port eignet sich auch sehr gut für Netbooks und so weiter, so wie hier in meinem Fall so ein Acer Chromebook hier. Das könnt ihr hier auch ganz easy damit aufladen. Der ist aber jetzt schon fast voll aufgeladen. Wir haben jetzt hier unten momentan 86% aufgeladen. Ich bin aber im falschen USB-Port.
Ich muss ihn oben anschließen. So. Dann sollte das eigentlich berechnen, wie lange er noch braucht, hier um das Ganze noch aufzuladen. Und ihr seht hier voll aufgeladen in circa 16 Minuten. Es ist ja natürlich nicht mehr viel, es sind 14%. Aber was jetzt umgerechnet, wenn ich der Akku jetzt leer wäre, auch eigentlich im Rahmen ist. Umgerechnet wären das dann ungefähr, ja, Pi mal Daumen, 1 Stunde und 40 Minuten, was ich auf jeden Fall sehr gut finde. Und wie gesagt, vielleicht wäre ein neues USB-Typ-C Ladekabel noch etwas schneller, denn dieses habe ich hier schon bestimmt 2 oder 3 Jahre rumliegen. Ob das jetzt auch diese Geschwindigkeit hier unterstützt, wage ich eigentlich zu bezweifeln, aber schnelles Aufladen hat es auf jeden Fall hinbekommen mit diesem Ladekabel, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht auch noch schneller geht, wenn man das richtige Ladekabel hat. Hier unser Qualcomm QuickCharge 3.0, das eignet sich sehr gut für Geräte, die dann vorsichtig hier mit diesem Qualcomm Chip hier aufgeladen werden und durch den Chip gesteuert werden, sozusagen die Ladegeschwindigkeit. Hier unten die letzten 2 Ports sind halt richtig gut für Kopfhörer oder für Smartwatches und so weiter, also für kleinere Geräte, wo man auch ein bisschen länger mal abwarten kann, weil 10 Watt ist jetzt nicht mehr so viel wie im Gegensatz zu 30 oder 65 Watt. Von daher, wie gesagt, eignet sich für kleinere Geräte vielleicht auch noch ein MP3-Player. Ja, das war's dann eigentlich auch schon vom Video. Wie gesagt, ein kleines nettes Gadget für Leute, die einfach nicht 10 Ladegeräte um sich herum liegen haben möchten. Eignet sich auf jeden Fall sehr gut, denn ihr habt eine gute Ladegeschwindigkeit, habt 5 ganze Ports zum Aufladen, könnt diese alle gleichzeitig nutzen. Das Gerät hat einen Überspannungsschutz natürlich, auch einen Überhitzungsschutz und alles, was so sein muss. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Es kostet ca. 35 Euro, was auch nicht viel ist, wenn man beachtet, dass ein normales 66 oder 65 Watt schon das Doppelte vielleicht kostet, je nachdem, wo man es kauft und ob es auch dann diese Spannung liefert. Habt ihr dann hier, wie gesagt, insgesamt 2 sehr schnelle Ports zum Aufladen und einmal Qualcomm 3.0 und 2 weitere USB-Ports für etwas kleinere Geräte. Wie gesagt, ich verlinke es euch, schaut es euch gerne mal an. Vielleicht habt ihr auch das Gerät, könnt mir auch eure Meinung dazu sagen. Ich habe, wie gesagt, ein älteres Ladekabel. Ob das mit besseren Ladekabel besser funktioniert, wenn ihr das Gerät habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ich werde versuchen, weiterzuhelfen. Und ansonsten bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.